Also in meinem Comic geht es darum, dass die Finanzkrise weiter voranschreitet und der Süden immer armer wird, während der Norden stabil bleibt. Und so ein bisschen angelehnt natürlich an Spanien, Griechenland und so. Und wie im Norden einfach die Bereitschaft sinkt oder abnimmt, den Süden zu unterstützen. Und dass nationale Egoismen losgetreten werden. Und dass ein Referendum stattfindet, dass ob der Norden und, sich vom Süden, also im Norden das Referendum, ob er sich vom Süden trennen will, weil man ihn nicht mehr unterstützen will. Und meine Hauptcharaktere ist eine Familie im Süden, die unter Armut und schlechter Versorgung leiden und verzweifelt sind und perspektivlos, hoffnungslos. Und sich eine von diesen Mädchen auf den Weg macht, in den Norden zu kommen, bevor die Grenzen zugehen, wenn sie denn zugehen, um einfach da noch eine Chance zu haben, ein besseres Leben zu bekommen und Geld der Familie zu schicken. Und so. Genau. Und das Referendum geht auch schlecht aus. Also ist, die Teile trennen sich. Vielleicht nicht in dem Ausmaß und vielleicht auch noch nicht so bald, aber ich denke, man sieht, dass England ist ja zum Beispiel da schon dabei, darüber zu diskutieren. Griechenland aus einem ganz anderen Grund genauso. Und ich denke, die nationalen Gedanken, die wachsen. Und man will sich da auch irgendwie, oder man hat das Gefühl, man muss sich schützen vor der Not der anderen Staaten. Und das finde ich ganz traurig, dass das in einer Union passiert. Also ich denke, also natürlich liegt es an der Politik, dass da vielleicht auch was umgedacht wird, aber von den Bürgern muss ich sagen, denke ich, man muss sich einfach klar sein, dass man nur, also dass man sich nicht aussucht, wo man geboren wird und was in dem Land passiert und dass man jedem Menschen, der in Not ist, auch helfen muss, egal aus welchen Gründen man in Not ist. Vielleicht mehr Solidarität, egal um was es jetzt geht, aber einfach, dass man nicht sagt, wir sind wir und ihr seid ihr und eigentlich stört ihr uns mit euren Problemen und das finde ich halt nicht schön. Auch außerhalb von Europa finde ich, das ist kein gutes Verhalten und das ist nicht so wünschenswert. Also ich habe übers Internet darüber erfahren, ich habe Wettbewerbe gesucht, wo ich zeichnen kann. Und dann habe ich das gefunden und fand es natürlich gleich eine tolle Idee, einen Comic zu zeichnen zu Europa. Und und dann habe ich angefangen zu überlegen und habe viele Leute gefragt, was sie vielleicht denken, wie Europa sich entwickeln könnte. Und dann ist das entstanden aus diesen ganzen Ideen. Genau.